verschiedene Seiden, Dussa-Seide zum Beispiel oder Maulbeerseide, das ist vom Maulbeerseidenspinner. Mhm. Und das kannst du eben dann, wie du magst, kannst du da selber deine Wollen mischen. Das ist eben auch da. Ich habe das Fell mit den Ohren gezogen. Mischt und beim Spinnen vermischt sich ja dann noch einmal. Ja, ein schöner Bart für Nikolaus, ne? Ja, das sieht aus wie bei den Londonern. So kommt das da drauf. Ich habe nämlich auch Stränge zu Hause, da baue ich noch immer. Genau. Und statt die Hände schneide ich dann da die Dinge auf. Ich verstehe nicht, wie das geht. Entschuldigung. Der Faden nimmt sich das selber. Genau, der läuft eigentlich da rein und zum Spinnen. Das könnt ihr selber dann auch gleich mal kurz ausprobieren, wenn es macht. Oder es kann auch gern da wer probieren. Das Prinzip vom Spinnen ist eigentlich nur, wenn du die Fasern so ziehst. Wir sind da mehrere, wir treffen uns auch immer wieder mal. Zweimal im Jahr in Salzburg. Mit dem Daumen absperren und hinten ausziehen und dann mit dem Daumen nachrutschen, dass der Drall da in den Faser. Sobald du da hinten Drall drin hast, kannst du es nicht mehr wegziehen. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Das sieht schon gleich nicht hin. Ja. Das sieht wahrscheinlich damit, wenn man woanders hinkommt. Der liegt am Tisch.